Was in der letzten Folge geschah, yo? Die sieht aber nicht mehr so ganz gesund aus. Im Osten geht die Sonne auf. So. Geladen und entsichert. Gehen Sie die Straße entlang, dann finden Sie eine Mall. Da ist Kleidung drin. Ey, da habe ich dich ja gefunden. Oh, mein Name ist Larry. Yo, Mann, was machst du hier für eine Scheiße? Lass mich doch hier die Geschichte erzählen, Mann. Ja, wie ich der krasseste Überlebenskünstler geworden bin, yo. Oh, mein Name ist Larry und ich heiße nur Larry. Ja, ihr seid die ersten Leute, die ich hier treffe, die mich nicht anschreien und zu mir rennen. Wie viel weißt du, was hier passiert ist? Ich weiß nicht. Also ich war feiern mit meinen Freunden und auf einmal bin ich aufgewacht und ganz viele Leute laufen irgendwie so komisch. Ich glaube, die haben etwas zu viele Sachen getrunken gehabt. Das erklärt einiges. Komm erstmal rein hier. Oh, sehr freundlich. Hast du geguckt, ob er eine Waffe hat? Hallo, hat nicht meine Hose an! Ich hab tatsächlich eine Waffe. Und deswegen sollte man niemanden nach seiner Kleidung beurteilen. Ja, aber das ist leider keine Munition. Ja, geben Sie mir die Waffe her. Aber natürlich. Hier. Zum Glück. Bitteschön. Noch so ein Idiot. Wieso bekomme ich alle Waffen in die Hand gedrückt? Seid ihr alle des Wahnsinns? Du hast gefragt, ob du die Waffe haben darfst. Ich hab ja gesagt. Leicht, glaube ich. Kann man mit arbeiten. Irgendwie. Ich probiere mal die Waffe aus. Vielleicht funktioniert sie ja noch. Jemand hat gesagt, dass ich auch ein Idiot bin, oder? Ja, die funktioniert ja noch. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, du hattest einen Blackout. Du hast einen Blackout gehabt. Du bist einfach eingepennt. Eingepennt? Mit einem Albtraum? Egal, weiter. Okay, Leute, wir hatten ja gesagt, sobald Tagesanbruch ist, wollten wir Richtung Norden aufbrechen. Oh Leute, hier gibt's ganz tolle Klamotten. Ganz Kleidungssachen schon weg. Oh, warte mal, hier gibt's glaube ich noch Hosen. Oh, ich hab ein Muskelshirt gefunden. Ich hab ein Gefühl, yo. Ich hab jemanden gefunden. Out here. Menschlich oder beißerig? Menschlich, aber ich weiß nicht, ob falsch. Mach kaputt! Yo, Steve, beruhig dich mal, yo. Hallo? Keine Sorge, wir sind friedlich. Falsch. Mach kaputt! Bist du friedlich? Wir Unter. Sind gerade in deren Haus eingebrochen, Mann. Was heißt hier? Die Haus? Das ist eine Mall, Mann! Ja, yeah, and it's like totally my mall, okay? Sind like in mein Haus reingelaufen, das ist total like cringe. Sag ich doch. Sind sie die Ladenbesitzerin? Ja, aber ja. Seid ihr jetzt auf meiner Seite? Nein! Oder ja? Oh, keine Ahnung, haben sie like die verschlossene Tür nicht gesehen? Sind sie like blind? Ja, deswegen sehe ich, wach von meinem kleinen Nickerchen auf, in meinem schönen Schlaf und plötzlich stehen so like vier Männer in kurzen Hosen vor mir. Da würde ich auch an. Ja, auf gar keinen Fall, das ist mein fucking Laden. Nö, es ist meiner. Wenn es eine Sache nicht hier gibt, was ich nicht haben kann, ist, wenn jemand sagt, das ist meins. Deswegen, das ist jetzt auch meins. Nee, das ist total meins. Ja, auf gar keinen Fall, das ist meins. Das war meins, hallo? Ja, auf gar keinen Fall, Mann. 6 hours later. Jo, die ist mega unsympathisch. Lass mal weitergehen und sich verrecken lassen. Ja, danke schön. Okay, fantastisch. Besuchen Sie mich bitte nie wieder. Oh, danke, dass Sie mir die Vordertür zerschlagen haben. Das ist wirklich großartig. Sie sind wirklich so, like, totally cute. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, bezaubernd. Absolut bezaubernd. Ja, können Sie meine Mülltonne noch umtreten? Vielen Dank. Großartig. Kommen Sie bitte nie wieder. Tüdelü. Die war sowas schon komisch, Mann. Aber wir nicht. Wir sind dort eingebrochen. Oh Gott, ich sehe zum ersten Mal Menschen. Ich komme gerade aus Paris. In Paris ist die Hölle los. Oh, sie kommen aus Paris? Die kommen aus Paris, Mann. Leute, wie weit sind wir gelaufen? Da gibt's vieles, vor allem Zombies. Ganz viele. Ich heiße Luke, hallo. Deine Kleidung ist cool. Die habe ich aus Paris, ich habe Geld. Jo, gib mir das ganze Geld. Ich mag Geld. Aber bitte tut mir nichts. Keine Sorge, ich heiße Larry, ich kämpfe nicht. Hi Larry, der nicht kämpft, das ist ein komischer Name. Ja, außer du schreist mich an, so wie diese Party-Leute. Ich schreie nur, wenn ich Angst habe, aber ich habe oft Angst.
Das ist in Ordnung. Hauptsache, du schreist nicht Larry an. Also mich. Okay. Wie weit ist die nächste Stadt, die du Paris nennst? Die Straße runter, dann den Berg. Also auf der anderen Seite des Berges, da ist Paris. Und in Paris ist es kalt. Ich bin in ein Haus gefallen, dann kamen da ganz viele Leute aus den Ecken. Ich musste mich durch ein Fenster rausschlagen. Gibt's da noch Nahrung? Natürlich gibt's da Nahrung. Beantworte nicht meine Frage. Ich hab Hunger. Und ich möchte auch nicht wieder Gras essen. Ja, wo ist eigentlich Lucy? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir haben Lucy verloren. Lucy? Wer ist Lucy? Oh, Lucy. Ja. Hast du sie sterben lassen? Du hast nicht auf sie aufgepasst. Du hattest eine einzige Aufgabe. Ja, das war nicht meine Aufgabe. Warum soll ich auf eine Gör aufpassen? Sag das Gör. Ja, Steve, war nicht Lucy deine Freundin? Okay, Luke, wir haben Lucy verloren. Möchtest du dich jetzt dafür uns anschließen? Wenn ihr mich nicht umbringt, gerne. Wir brauchen jemanden in der Mitte. Kannst du gut mit... In der Mitte fühle ich mich wohl. Kannst du mit dem Hammer schwingen? Ich habe eine Schaufel. Ja, das ist auch dasselbe. Warte, ich mache mich auf den Weg, um Lucy zu finden. Nee, wohl, Steve. Ich wäre dafür, dass wir uns erstmal irgendwo runterstellen, wo es eventuell trocken ist. Oh Gott, Gewitter! Wollen wir dieses Haus hier wieder herrichten und hier wohnen? Okay. Ihr wart noch nicht in Paris, das ist ganz anders da. Das ist wirklich verrückt. Da laufen Bären durch die Stadt. Oh, ihm fehlt da was. Warum schenkt er mir Munition? Ui, haben Sie noch mehr davon? Was nehmen Sie denn da? Nur ein bisschen Alkohol. Sie haben Alkohol? Ich hatte. Das gab's in Paris. Jetzt will ich auch noch Paris. Na gut, dann müssen wir da nur die Party-People versammeln und ein bisschen Alkohol und... Ja, aber das funktioniert doch nicht. Steve ist doch weggerannt, um Lucy zu suchen. Aber Steve ist sowieso ein Spielverderber. Ja, dann können wir direkt los hingehen. Auf nach Paris! Für den Alkohol, yo! Für den Alkohol! Na, da kann ich nein sagen. Alkohol!